Ciao zusammen und willkommen zurück zu Two Point Hospital. Mal wieder ein reingeschaut, was wurde aus? In der ersten Folge haben wir so ein bisschen was schon gebaut, Allgemeinmedizin, weiß nicht was. Und wir brauchen jetzt noch eine zweite Arztpraxis und einen zweiten Arzt, den wir einstellen sollen müssen. Machen wir doch. Also Arztpraxis. Jetzt werde ich mal gucken. Nee, die kann ich da auch nicht reinquetschen. Ich habe das so ein bisschen blöd gebaut hier hinten. Oder? Ja, okay, ich könnte... Ich kann die so mittig machen. Sieht zwar blöd aus, aber ist ja egal. Hier die Tür. Abfalleimer. Natürlich ein Fenster. Machen zwei Fenster. Feuerlöscher darf nicht fehlen und das Pflänzchen. So, eins draußen, eins drin. Der das schon erledigt. Dann brauche ich vorne eine... Warte, ich mache das glaube ich so. Eine Bank. Jetzt geht die wahrscheinlich da nicht hin. Oder? Doch. Aber hier nicht. Dann machen wir hier noch eine hin, wenn das geht. So ein Wartebereich, ne, für diese Räume. So. Ja, das passt. Okay. Dann ein Arzt müssen wir einstellen. Was hat der für Vor- Verbessert die allgemeinmedizinische Diagnosekompetenz um 15%. Hier nochmals. Wir nehmen den. Wie viel Geld? Ich weiß gar nicht, wie viel Geld habe ich denn? Ah, genug. Okay. Erledigt! Jetzt müssen wir Stufe 4 mit unserem Krankenhaus erreichen. Und wir haben Post. Station benötigt. Ja, der soll mal warten. Und da auch noch eine Station. Ich versuche mal, ob wir eine Station bauen können. Station! Braucht... Krankenpfleger. Okay. Yes, passt. So. 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 Wie viele Betten kann ich denn hier? Der arme Kerl wird total überfordert sein. Drei Betten. Cool. Auch hier ein Feuerlöscher. Ein Pflänzchen für die Zufriedenheit der lieben Bewohner in der Station. Da auch noch eine. Dann braucht die Station... Nein, warte. Ungültige Objekte verkaufen. Möchtest du ein... Ja, welches denn? Ah, hier. Moment. Das passt hier nicht. Was mache ich denn jetzt mit dem blöden Bett? Ich muss das irgendwie abstellen können. So. Hier, doch so kann ich das ranmachen. Das Bett geht hier. Bett. Ich hätte schon gerne zwei. Mal gucken, ob das jetzt nimmt das. Stationen! In Stationen können Diagnosen erstellt und verschiedene Krankheiten behandelt werden. Die Aufnahme, Betreuung und Entlassung der Patienten nach erfolgreicher Behandlung erfordert einen Krankenpfleger. Yo! Einen Krankenpfleger. Oh, das ist ja ein Spitzentyp, der kostet ja nur 40.000. Haha. Krankenhaussterne. Das Gesundheitsministerium von Two Point County ehrt die Errungenschaften aller Krankenhäuser des County. Wenn wir ein Krankenhaus aufbauen, das sich der Probleme der Anwohner annimmt, wird dem Krankenhaus offiziell eine Sternewertung verliehen. Das bringt uns diverse Vorteile. Jeder Stern bringt eigene Belohnungen mit sich. Außerdem können wir dann weitere Krankenhäuser an anderen Standorten im County etablieren.
baue das Krankenhaus weiter aus, um eine 1-Sterne-Wertung zu erhalten. Also kein Problem, ne? Heile 3 Patienten mit helles Köpfchen. Okay. Was wollte ich jetzt? Wollte ich noch was machen? Eine Bank brauchen wir. So. Und machen wir hier ein Blümchen hin. Und natürlich brauchen auch die was zu lesen. Und vielleicht ein etwas so Getränkeautomat und ein Snackautomaten. Mensch, die haben es schon schön hier. Okay. Und schon wieder Post. Es läuft. Wo ist denn der hin? Post. Erleuchtungsklinik benötigt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Helles Köpfchen. An Erleuchtung leidende Patienten erkennt man vor allem an ihren Ausstrahlung. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür wird das folgende Zimmer benötigt. Entleuchtungsklinik. Okay. Dann warte mal. Ah, das wäre so einer, ne? Zimmer. Entleuchtungsklinik. Ich baue hier irgendwie komisch. Und wieso gehen mir die Pflanzen ein hier? Was macht denn der Haus... Ich glaube, ich brauche einen zweiten Hausmeister. Wo mache ich die Entleuchtungsklinik hin? Ist es hier? Oh, das ist dann auch... großes Gerät. Und... puh. Abfalleimer. Natürlich ein Fenster. Ein Blümchen. Objekte. Nein, warte. Doch. So. Und was braucht denn der? Ein Arzt. Wir könnten vielleicht sogar noch einen Hausmeister einstellen. Weil irgendwie geht das mit Pflänzchen, das passt mir nicht. Und die Ärzte, ach so, die wechseln sich ab. Wir stellen noch einen Arzt ein. Ich weiß halt nicht, wo, vielleicht hier. Und dann brauchen wir hier draußen den Eimer, mache ich mal hier hin. Und dann brauchen wir hier draußen nämlich noch eine Sitzbank, ne, dass die sich da natürlich gut fühlen können. Und ein Getränkeautomat. Ganz wichtig. Die hauen ab. Ja, würde ich vielleicht auch. Ich kann es irgendwie ein bisschen verstehen. Okay. So. Was ist denn hier los? Umkleide. Schon gewusst, wenn du ein Zimmer baust, kannst du es aufheben, indem du auf den Boden des Zimmers klickst. Dann kannst du es wie ein Objekt bewegen, drehen und platzieren. Dankeschön. Was können wir denn sonst? Haben wir sonst noch was? Ich muss das... Boah, ey. 50.000. Seid ihr noch dicht? Violett Souvenir. Energy Drink Automat. Ich muss das kaufen, um freizuschalten. Dann kostet das nochmal. Okay. Das ist ja krass. Sehe ich denn auch, wo ich vielleicht das irgendwo... Krankheiten... Krankheitenliste. Wo ich vielleicht noch Bedarf hätte. Betten gesehen. Also ich meine jetzt so wie vielleicht irgendwie noch ein zweites, ein zweite Arztpraxis, dritte Arztpraxis brauchen. Aber da, also im Moment, es wartet ja keiner. Also das scheint ja nicht schlecht zu funktionieren.
sogar auf dem Klo hat es Platz. Und wir haben wahrscheinlich einfach auch zu wenig Leute. Die trauen uns nichts zu hier. Ich lasse jetzt mal ein bisschen die Zeit schneller laufen. Können wir noch schneller? Nee. Geht das überhaupt schneller? Hohes Tempo. Was war das jetzt? Einer gestorben? Post. Oh doch. Traurige Neuigkeiten. Unser erster Patient ist gestorben. Patienten können sterben, wenn eine Behandlung nicht anschlägt oder wenn sie zu lange warten müssen und sich der Gesundheitszustand verschlechtert. Der Tod eines Patienten ist schlecht für den Ruf des Krankenhauses. Außerdem kann es passieren, dass der Geist des verstorbenen Patienten das Krankenhaus heimsucht. Wenn das passiert, werden wir einen Hausmeister mit einer Geisterjägerausbildung benötigen. Können wir denn die Ausbildung da irgendwie... Ein Hausmeister, kann ich das irgendwie... Ah, hier, der hätte sowas. Kann man die noch... Oh, Gesundheitspreis. Okay. Arzt des Jahres, Krankenpfleger des Jahres. Okay. Ich wollte jetzt aufheben, feuern, Pause einlegen, Gehalt prüfen, Jobs, Mitarbeiter anpassen. Konnte man denn nicht hier irgendwie die verdiente Ausbildung machen? Mit Gehalt zufrieden? Ach ja, komm. Die sind alle nicht zufrieden. Was ist jetzt? Geschätzter Krankenhausleiter, ein Stern Krankenhaus. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit einem Stern, also einem von maximal 3 Sternen, bewertet. Ich habe zur Feier des Tages deine Akte aus meinem Mülleimer gerettet. Bauen Sie Ihr Unternehmen in Hogsport weiter aus, um hier noch mehr Ruhm, Reichtum und Schnickschnack zu ernten. Wenn Sie es eilig mit dem Expansion haben, können Sie auch ein neues Krankenhaus in Lower Bullocks eröffnen. Sie haben ganz alleine die Wahl. Nee, ich möchte jetzt hier eigentlich gerade noch nicht weg. Ich muss jetzt denen erstmal ein anständiges Gehalt zahlen. Damit die da auch anständige Arbeit leisten. Wir haben ja Geld wie Heu. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Aber wir versuchen es. Ich dachte, ich konnte die irgendwie ausbilden. Okay. Stimmung. Statistik. Schon wieder einer tot. Das gibt's doch nicht. Ach nee. Wisch den weg. Verdiene 200.000, heile 25 Patienten. Ja, wenn die alle sterben, wird das schwierig. Was habe ich hier? Watch out for the gathering of druids down the Crogben's Ring. Ach so. In a total coincidence, the town will also pay host to a psychology convention today. Should all work out nicely. Ah, okay, wir könnten es eben, wie er da gesagt hat, wir könnten, wollen aber nicht. Zimmer. Da gibt's nichts weiteres. Die Finanzen. Ich kann nicht scheinbar wirklich. Personalzufriedenheit, Patienten, Gesundheit. Temperatur. Oh, alles klar.
Ist ja auch noch so ein wichtiger Punkt. Durst. No. Da ist eine Dose. Aber die haben ja Automaten. Okay. Hunger? Nö, gut. Personalenergie. Oje. Hygiene? Alles im grünen Bereich. Das gefällt mir natürlich. Toilette. Der Arme, der ist ganz rot. Der muss wahrscheinlich pinkeln. Langeweile. Instandhaltung. Also müssten wir jetzt hier mal einen hinschicken. Ansonsten sieht das schon mal echt gut aus, einigermaßen. Theoretisch sollten sie ja das, wenn ich es richtig verstanden habe, selber tun. Ach so, jetzt habe ich da einen angeklickt. Schon gewusst, Mitarbeiter machen eine Pause, wenn ihre Energie zu sehr sinkt. Aha, ja, das haben wir vorhin da schon gehabt. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? 148, irgendwie, das nimmt so nicht zu. Mach mal hinne! Warten die alle auf Apotheke? Termin Arztpraxis. Aber da haben wir doch zwei. Und wieso sitzen die denn da? Habe ich denn hier vielleicht... Ach so, wisst ihr was? Wir stellen mal noch einen Arzt ein. Irgendwie fehlt mir da, glaube ich, ein Arzt. Man kann auch schön immer eine Pause machen. Vielleicht gehen die auch zu ihm. Dem nicht. Gebrochenes Herz. Behandlung fehlgeschlagen. Hä? Wieso? Oh. Das ist mega traurig. Zwei Sterne Krankenhaus. Kann ich denn hier gar nichts mehr weiter? Notfall, Apotheke. Einige Apothekenpatienten werden aus einem Jumbo-Krankenhaus geworfen, nachdem sie die Beleidigung... Okay, die kommen dahin. Herausforderung, heile 5 Patienten mit WC-Warzenbehandlung. Okay. Dann könnten wir... Also sind wir wahrscheinlich jetzt zu langsam. Hier nehme ich noch eine Apotheke hinstellen. Aber da bin ich jetzt ziemlich sicher viel zu langsam. Was braucht eine Apotheke, bis ich da so weit bin? Apotheke braucht einen Krankenpfleger. Los, ihr schafft es! Oh, die warten. Oh, 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 oh. Komm schon. So, alles gut, alles wird gut. Eins, zwei. Wieso geht ihr denn nicht hier rüber? Okay, eine ist jetzt da drüben. Wendeböde anpassen, bearbeiten.
Was geschafft? Sondermeldung. Sehr gut. Wir haben ausreichend viele Patienten der Gruppe geheilt. Das hat unserem Ruf geholfen und wir erhalten eine Belohnung. Du hast 4 von 5 Patienten geheilt. Wieso nur 4? Ja, wir befördern alle. Haben ein bisschen Geld können wir ausgeben. Was ist mit dir los? Wieso hast du einen Stern? Ah, erhöht Tempo, Effizienz. Ah, der ist natürlich mega happy. Alles klar. Was brauchen wir noch? Die Kohle. Nee, erreiche Krankenhaus Stufe 6. Was wollt ihr denn? Toilette? Hier sind die Betten ja auch nicht voll. Hallo? Ach so, wir könnten hier wieder das Tempo erhöhen. Irgendwie habe ich das... So, jetzt, komm. Los. Wir haben womöglich zu viele Ärzte, da gerade mehr nichts zu tun haben. Ja, hier. Hey, stopp. Das ist natürlich blöd. Das stimmt, die rauschen hier nur irgendwie. Wer hat viel im Moment? Niemand hat viel zu tun. Könnten nicht nur Leute krank werden, dann würde das sich vielleicht irgendwie wieder so ein bisschen aufteilen. Schon gewusst, du kannst den Reitervisualisierung nutzen, um das Krankenhaus mit Filtern für Umgebung, Zufriedenheit, Gesundheit, Energie, Bedürfnissen, Instandhaltung und mehr anzeigen zu lassen. Das haben wir schon herausgefunden. Speichern. Das Krankenhaus arbeitet nicht kostendeckend. Wir sollten denn unsere Ausgaben senken oder mehr Geld reinholen? Ja, wie denn? Soll ich die jetzt einfach... Die sind eine Pause machen. Jetzt könnte ich den hier, kann ich den entlassen? Aufheben, feuern. Krankenpflege habe ich 4. Da würden wahrscheinlich, oder sind die jetzt alle gerade? Doch, die haben alle zu tun, ne? Sucht nach Arbeit. Und der ist aber ziemlich vielseitig. Ich glaube, ich entlasse diesen hier. Damit wir da ein bisschen Geld sparen. Assistent, das ist der am... Die am Tresen. Hausmeister 2 bin ich der Meinung, brauchen wir. Wenn dann irgendwie was ist, dann haben wir plötzlich ein Problem. So. Schauen, ob es jetzt besser wird. Schon gewusst, Patienten und Mitarbeiter werden mit der Zeit durstig. Ja. Beförderung! Krankenpflege kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden. Ja, machen wir. Das ist glücklich. Und hier der nächste. Notfallstation. Nachdem der Two-Point-Squabber einen Bericht über Schlafpositionen für Fortgeschrittene mit fehlerhaften Verhandlungen kämpfen nun viele Menschen mit einer Reihe internen und externen Beschwerden, die auf Station behandelt werden müssen. Eine Gruppe von Betroffenen hofft auf Behandlung. Wie viel? 5? Ja, die nehmen wir. Ich hoffe, 3 Betten haben wir. Mal gucken, ob wir das schaffen. Lauft! Lauft hin! Komm. Pharmacy, calling nurse.
Ah, hier oben sehe ich Stationpatient 17 Tage von 90. In dieser Zeit müssen die geheilt werden. Okay. Oh oh. Post Gesundheitsinspektion. Oh oh. Henry Jobsworth, der führende Gesundheits- und Sicherheitsinspektor des County, hat angekündigt, dass er bei uns in Kürze eine Inspektion durchführen wird. Herr Jospo wünscht uns außerdem einen ungefährlichen Tag. Hä? Er wird bald eintreffen und ein positives Ergebnis wäre gut für unseren Ruf. Herausfordert beeindruckenden VIP mit einem tollen Krankenhaus. Ja. Ja, aber wieso? 1, 2, 3, 4, 5. Ach so, das ist da noch ein normaler Patient. Jetzt konnte ich doch hier die Priorität. Lege für die Jobs in diesem Zimmer eine hohe... Ja. Alles klar. Oh, das, ich glaube, das wird nicht hinhauen. Einer geheilt. Einer fehlgeschlagen. Wieso? Warum fehlgeschlagen? Arbeitgeber des Jahres. Okay. Schön. Aber ich möchte das eigentlich gerne schaffen hier. Lege die Jobs. Ja. Hier passiert auch nichts. Preisübersicht. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Hier. Wegen der Instandhaltung. Ich glaube, wir werden hier mal noch... Die wird mega viel gebraucht. Und Blümchen. Sonst sieht es, glaube ich, nicht schlecht aus. Personalzufriedenheit, Hunger. Abgedeckt sind wir da wahrscheinlich auch gut. Temperatur. Jo. Okay. So, der Inspektor war ja da. Sehr gut. Wir haben ausreichend viele Patienten der Gruppe geheilt. Das hat unseren Ruf geholfen und wir erhalten eine Belohnung. 4 von 5 geheilt. Ist ja blöd. Und der Inspektor war da. Was? Befund der Begutachtung. Herr Jobsworth hat uns nach seinem kürzlichen Besuch einen Bericht geschickt. Er umfasst 30 Seiten, also haben wir ihn nicht durchgelesen. Aber hier ist das Fazit. Eines der besseren Gesundheitsinstitute des County. Hat das Potenzial, ein Liebling der Krankenhauskenner zu werden. Gute Arbeit. Aus der Feder einer der einflussreichsten Personen im Gesundheitswesen des County bedeutet das eine Menge. Okay. Tatsächlich. Wir können jetzt hier aber irgendwie keine, ich weiß, keine Zimmer mehr bauen. Das weiß ich nicht, mit was das zusammenhängt. Ob jetzt das... am Krankenhaus hier, weil ich da hängen geblieben bin und nicht weitergezogen bin, um ein neues zu eröffnen. Oder ob da vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt sowas kommen würde, das weiß ich jetzt nicht. Ja, es war aber auf jeden Fall schön, mal wieder reinzugucken. Ich mag solche Spiele zwischendurch echt sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt, ob ihr das auch spielt und ja, wie weit ihr seid, wie viele Krankenhäuser ihr habt. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Gerne auch ein Däumchen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht werden wir zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher wieder reingucken. Aber so nach einer längeren Zeit mal wieder ist das ganz lustig gewesen. Und natürlich ein Abo da lassen, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.